Boah, hatten die einen Durst? Du? Ja? Die blöden Plastikflaschen haben mich wieder gehänselt. Sie sagen, wir meinen eh, wir seien etwas Besonderes. Oh je, die alte Eifersucht. Naja, wir sind ja auch was Besonderes. Lass es mich dir so erklären. Vor langer, langer, langer Zeit, als es noch nichts gab, nicht einmal Flaschen, da gab es im Universum einen großen Knall, den Urknall. So entstanden die Elemente, aus denen alles um uns herum gemacht ist. Auch wir. Und die Lebewesen. Eines dieser Lebewesen, der Mensch, war so schlau, dass er vor mehr als 3500 Jahren damit begann, Glas herzustellen. Wow, schon so lange? Ja, aber die Menschen brauchten Jahrhunderte, um dieses Kunsthandwerk zu perfektionieren. Später haben sie sogar Maschinen erfunden, die ihnen dabei helfen, Glas in großen Mengen herzustellen. Dann können die also einfach so 1100 Millionen von uns machen? Nicht einfach so. Zunächst braucht's die richtigen Zutaten. Zum Beispiel viele Quarzsonde. Und Soda. Und jetzt noch eine Prise Kalk und Dolomit. Und ein bisschen Feldspat. Fertig. Und will man eine Flasche, die so schön grün ist wie ich, dann braucht's noch Metalloxide. Aber im richtigen Leben reicht ein Topf natürlich nicht. Da werden die Rohstoffe im sogenannten Gemengehaus gemischt. Und dann kommen sie in die Schmelzwanne. Dort wird auf 1600 Grad eingeheizt, damit sie schmelzen. So heiß? Das ist tipptopp so heiß. Viel angenehmer als in diesem, boah, kalten Kühlschrank. Jedenfalls, am anderen Ende der Wanne fließt das zähflüssige Glas ab in die sogenannten Fieder und von dort geht's als Tropfen in die Glasblasmaschine. Diese Maschine macht aus den heißen Glastropfen, naja, zum Beispiel dich und mich, entweder im Blasblas- oder im Pressblasverfahren. Oh oh, jetzt wird's kompliziert. Nein, nein, eigentlich nicht. Blasblas heißt, dass ein Tropfen in die Vorform gelangt, eine Flaschenmündung erhält und von innen aufgeblasen wird. Dann geht's in die Endform, wo wir zu voller Größe und Schönheit gelangen. Mit diesem Verfahren können wir fast jede Form annehmen, die du dir vorstellen kannst. Ah, darum sind wir alle so verschieden. Genau. Und fast gleich funktioniert für uns Flaschen das Pressblasverfahren. Nur wird bei der Vorform zuerst ein Pegel in die Glasmasse gepresst. Von dort geht's dann wieder in die Endform. Danach fühlst du dich wegen der dünneren Wandstärke völlig unbeschwert. Das nennt man dann Leichtglas. Das möchte ich auch. Ja, ja, ja. Aber zuerst schauen wir uns jetzt an, wie Flaschen wie wir in Kühlschränke wie diesen kommen. Die vielen, vielen Flaschen kühlen nun ab. Schön langsam, damit keine unerwünschten Spannungen bleiben. Danach werden sie mit ausgeklügelten mechanischen und optischen Testverfahren auf einwandfreie Dimensionen, Risse, Einschlüsse und Spannungen geprüft. Wer den hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird, wird gestapelt, verpackt, transportiert, gefüllt und verschlossen, damit wir dann von den Menschen genüsslich ausgetrunken werden können. Denn die wissen, wir Glasflaschen schützen und bewahren den Geschmack und die Frische ihrer Lieblingsgetränke wie keine andere Verpackung. Ausgetrunken? Für immer? Diese Angst hat die vor meinem ersten Mal auch. Aber ab hier sind wir eben erst recht etwas Besonderes. Denn in den 70er Jahren haben ein paar clevere Köpfe bei Vitropack das Recycling erfunden. Inzwischen macht die ganze Welt mit. Naja, fast. Jedenfalls, wir werden klein gemacht. Was? Klein gemacht? Damit sie alles, was nicht zu uns gehört, aussortieren können. Tut nicht weh. Danach geht's wieder in die Schmelzwanne und wir werden zu neuem Glas. Immer wieder. Heute hast du Mineralwasser im Bauch, übermorgen machst du als Champagnerflasche Karriere und danach bist du vielleicht das Zuhause von Honig! Richtig! Und das alles passiert viele tausend Millionen Mal. Immerhin produziert Vitropack jedes Jahr rund 4,5 Milliarden Flaschen. Fast 3 Türme von hier bis zum Mond. Also jetzt übertreibst du ein bisschen. Nein, nein. Das hat mir mal ein blitzgescheites Reagenzglas vorgerechnet. Es hat mir auch gesagt, dass die Verpackungsindustrie dank Glasrecycling und weiteren Ideen in den letzten 25 Jahren die Emissionen um 3/4 senken konnte. Und weil Vitropack bei der Glasproduktion rund 60% Recyclingglas beimischt, benötigen sie rund 20% weniger Energie für unsere Herstellung. Damit könnte man eine Großstadt ganze 3 Monate lang beleuchten. Ui, das sieht ja schön aus. Aber die bringen mich nach dem Austrinken wirklich ganz, ganz sicher zurück? Ja, heute werden europaweit bereits 2/3 von uns wiederverwertet. Oh. Und hey, das sind etwa 30 Milliarden Flaschen pro Jahr. Das ist das Gewicht von 2,699 Millionen Elefanten. Plus ein Blauwal.
sagt mein Freund Reagenzglas. Reagenzglas möchte ich auch mal werden. Wer weiß, das Zeug dazu hast du ja. Denn Glas bleibt eben immer Glas, auch nach ganz vielen Lebenszyklen. Also dann will ich zuerst ein Honigglas sein und dann mit süßer Limo und ein Dings, eine Champagnerflasche und ein... Psst, ich glaube, es kommt wieder jemand. Aber diesmal will ich raus.